und willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir für euch ein ganz neues Video, was es auf unserem Kanal noch nie gab. Wir werden das Video aber in zwei Teile teilen, also es gibt zwei separate Videos. In diesem Video geht es um Lias Outfits. Sie hat 10 Stück. Die wird sie mir nacheinander vorstellen und ich werde eine Bewertung von 1 bis 10, bis 10 geben. 10 ist das Beste und 1 ist wiederum das Schlechteste. Und genau, das wird sie nacheinander vorstellen. Und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir werden auch in beiden Videos versuchen, unsere Sachen nochmal im Internet zu finden, weil sie wurden alle im Internet bestellt. Ja, ist alles online bestellt, genau. Und dann werden wir euch das unten in der Infobox verlinken. Ich meine persönlich, es gibt einige Sachen nicht mehr, aber wenn, dann werden wir euch auf jeden Fall den Shop verlinken und dann könnt ihr da auch super, super gerne mal vorbeischauen. Und dann würde ich auch sagen, ich werde Bella jetzt das erste Outfit vorstellen. Okay, das ist jetzt das erste Outfit. Es ist ein Kleid, wie ihr vielleicht sehen könnt. Also das mit den Rüschen finde ich sehr süß. Das ist richtig so Lea-Style, sage ich mal. Also sie hat immer was mit Rüschen und, ne? Also so vom Aufbau ist ganz schön, aber hier musst du eine Schleife, glaube ich, machen. Ja, eigentlich gibt es hier so ein, so ich sag mal um die Taille rum, mach mal so ein, was soll ich denn da reinmachen? Also hier kann man dann auf jeden Fall so eine Schleife machen. Das kannst du aber auch richtig eng machen, oder? Ja, das mag ich aber nicht, weil das ist richtig eng. Kannst nee, das ist kacke. Ja, deswegen. Ja, dann, ja, also wie ihr vielleicht sehen könnt, hier ist so ein, ja nicht Gürtel, aber man kann das hier so zusammenziehen und dann ist das hier so ein bisschen strenger zusammen, aber ich mag das nicht. Ich habe das jetzt immer so offen getragen. Fand ich eigentlich auch ganz cute. Okay, und das mit den Armen finde ich auch sehr schön. Mag ich auch. Ob ich es jetzt selber tragen würde, weiß ich nicht. Ist hässlich. Nein, also vom Aufbau, vom Kleid ist es schön, aber es ist nicht meine Farbe. Ich mag warum? Die Farbe ist total schön. Ja, zu dir passt sie. Aber zu mir nicht, wegen meinen Haaren. Ja gut. Da, weißt du, das meine ich. Okay, was gibst aber du denn? Aber sonst gebe ich dir ja so eine 8. Eine 8? Ja. Aber das ist ganz schön wenig Positives drin. Na, ist gut. 8. Okay. 8 Punkte. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen Outfits findet. Und auch eine Wertung da lassen. Und euer Lieblingsteil auch in die Kommentare schreiben. Genau. Also eine 8. Eine 8, ja. Okay. Okay. Jetzt kommt das zweite Outfit. Also es ist eigentlich das erste Kleid, nur in einer anderen Farbe. Aber ich finde, Farben machen da wirklich schon sehr viel aus. Bella, guck. Ja, ist komplett das gleiche Kleid. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, da hast du ein... Ja, hier ist so ein Faden irgendwie. Nee, aber das finde ich schöner. Also ich liebe generell ja auch so schwarze Sachen, die passen ja immer. Und genau, dem würde ich tatsächlich... Ja, ich weiß halt nicht, was alles noch so kommt. Aber nee, dem würde ich dann schon eine 10 geben. Also schon gut. Nee, also schon echt das Beste. Also ja, eine 10. Ich habe dazu übrigens auch so einen Pulli gekauft gehabt in den Shop. Ich werde euch, wie gesagt, den Shop mal unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Da gibt es noch so einen coolen Pulli, den ich da drüber ziehen kann. Aber den habe ich jetzt leider nicht mit. Aber darüber kann man halt immer irgendwelche Pullis ziehen. Und das finde ich echt cool, gerade im Herbst irgendwie so mit Strumpfhose, Stiefeln und so. Richtig perfekt. Ja, also eine 10. Mhm. Okay. Okay, das ist jetzt Outfit 3, also eigentlich Kleid 3. Ich werde übrigens sehr, sehr viele Kleider tragen. Wundert euch nicht. Bella, kannst gucken. Erinnert mich an ein Kleid, was ihr auch noch später in dem nächsten Video sehen werdet. Nur in einer anderen Farbe, deswegen schaut dann auch nochmal ein paar Tage später oder eine Woche später bei dem Video vorbei. Aber auf jeden Fall, das erinnert mich da mega daran. Aber meistens, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ja, das finde ich sogar tatsächlich von dem vorherigen ein bisschen schöner, weil ich mag das hier mit der Schleife. Ja, ich glaube, ist jetzt schlecht zu erkennen. Das hat so einen Gürtel, kann man eigentlich sagen. Ja. Dann wird vorne dann zusammengebunden, dann kann man hier so eine cute Schleife reinmachen. Ja. Nee, dem würde ich tatsächlich auch eine 10 geben, weil ich liebe halt solche Kleider einfach. Da zieht man echt Strumpfhose an, coole Stiefel und fertig ist es. Also, nee, auch eine 10 auf jeden Fall. Ja, was ich so cool finde bei dem Kleid, das kann man jetzt super, super schlecht erkennen, aber das ist hier an den Ärmeln so ein bisschen transparent und hat so Pünktchen als Motiv. Mein Kopf ist abgeschnitten. Aber das finde ich echt schön. Was ich nur echt als kleinen Nachteil sehe, der Ausschnitt ist wirklich sehr, sehr tief. Also ich würde da irgendwie ein Bandeau oder so jetzt drüber anziehen. Geht aber noch. Es geht noch, aber
Ich weiß, ich habe da immer Angst, dass das irgendwie verrutscht. Dann ist man nur am Rumzuppeln. Aber sonst finde ich das auch eigentlich ganz cute. Nur ist halt ein bisschen dadurch, dass das hier so transparent ist, ein bisschen kurz. Weil hier ist so ein Unterrock runter und der ist so ein bisschen kürzer. Aber sonst mag ich das auch eigentlich super, super gerne. Ich habe ganz vergessen zu sagen, die ersten zwei Kleider kommen vom La Dima Shop. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich werde euch den mal unten in der Infobox verlinken. Und das Kleid ist von Shein. Ich kann mal gucken, ob es das noch gibt. Aber das ist von Shein und hat, glaube ich, an die 10 Euro gekostet. Also war echt super günstig und ist auch vom Stoff wirklich, wirklich sehr angenehm. Also eine 10. Mhm. Okay. Okay, das ist jetzt Kleid 4. Bella, gucken. Das kenne ich noch gar nicht. Nee. Hatte ich auch tatsächlich noch nie an. Ich finde, das ist perfekt für den Herbst auf jeden Fall. Ja. Also, das schon. Okay, Ausschnitt geht halt auch. Die Ärmel finde ich halt richtig schön. Also, ich mag das. Und ist das... Na, okay. Ist bloß ein bisschen sehr kurz. Ja, das muss ich auch sagen. Also man muss unbedingt irgendeine Hose drunter tragen oder wenn man halt Strumpfhose und dann so eine Hose noch drunter trägt, geht es. Aber sonst, ja. Ja. Also wenn ich jetzt für den Herbst bewerten soll, auch auf jeden Fall eine 10. Aber da es ein bisschen zu kurz ist, aber es geht halt noch, ne? Dann würde ich würde da eine 9 geben. Also da fand ich das Schwarze schon schöner. Ja. Aber deswegen. Und das ist hier ja auch so gerafft. Ja, so ein Stretch-Ding halt. Ja. Nee, deswegen. Also da auf jeden Fall eine 9. Ja. Also ich war erst total im Zwiespalt, ob ich dieses Kleid überhaupt behalte. Das ist übrigens auch von Shein. Der Stoff ist mega, mega schön, aber halt die Farbe hat mich irgendwie nicht so direkt angesprochen. Ja, ist halt so ein rot-braun, ne? Aber wer schon mal bei Shein bestellt hat, weiß ja, dass die Retour ein bisschen komplizierter ist. Dann habe ich mir auch so gedacht, ach komm, für das Geld, sage ich jetzt mal, geht es eigentlich voll. Ich hatte es aber eigentlich noch nie an, aber auch mit so einer Strumpfhose und Stiefeln, glaube ich, geht das eigentlich voll. Ja. Ob ich es jetzt im Sommer so tragen würde, glaube ich eher nicht. Das ist wirklich so ein schönes Herbstkleid. Aber genau, gefällt mir sonst auch ganz gut. Ja, Frühling kann man es auch noch tragen, aber genau, Sommer halt nicht. Okay. Also wie viel? 9. Okay, dann kommen wir zu Kleid 5. Bella. Ist halt, ja, ich wollte gerade sagen, ist halt genau das gleiche, nur in Schwarz. Genau. In Schwarz, finde ich, kann man es halt alle Jahreszeit, sage ich mal, anziehen. Und ja, also, was habe ich gerade im Liebe 9, ne? Ist ungefähr gleich, also würde ich auch eine 9 geben. Das andere fand ich jetzt schön, auch von der Farbe, weil es auch einfach mal eine Farbe richtig ist. Genau. Nicht immer nur schwarz-weiß und... Deswegen, also ne, auch eine 9. Ja, also ich habe mir das damals bestellt, ich wollte eigentlich nur das Schwarze haben, dann hatte ich das aber noch in Rot-Braun gesehen, fand ich auch ganz schön und ja, braucht man, glaube ich, nicht wirklich mehr viel zu sagen. Also auch eine 9? Ja. Okay. Okay, kommen wir jetzt zum Outfit 6. Ist das 6? Ja. 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 Okay. Mal eine neue Farbe für dich, sag ich mal. Ja, habe ich noch gar nicht. Mm-mm. Ja, ich wollte gerade sagen, die Ärmel, die sind doch ein bisschen zu kurz, sage ich mal. Also geht halt voll. Aber ich glaube ich, auch so cool umkrempeln. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht, glaube ich, cooler aus, weil ja, es geht zwar so zum Handgelenk, aber nee, deswegen. Also die Farbe finde ich ganz schön. Zu braunen Haaren kann man eh alle Farben tragen, also besser jetzt als mit meiner Haarfarbe. Ja. Da würde ich mir jetzt nicht dieses blaue Kleid oder dieses hellblaue Kleid holen. Aber nee, von der Länge finde ich es auch cool. Und wie ist der Stoff? Flauschig. Flauschig. Ja. Kragen finde ich auch cool, weil es gibt ja auch, ihr werdet das auch in meinem Outfit-Video sehen, da habe ich zum Beispiel auch richtig so einen Rollkragen, da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von, aber den finde ich schon ganz cool. Dem würde ich jetzt eine 8 wiedergeben. Eine 8. Ist schon schlechter als... Nein, einfach nur, ja, ich muss ja nach meinem Geschmack gehen. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, ich habe denselben nochmal in beige. Den gleichen. Den gleichen, gut. Und aber da ist der Kragen oben ein bisschen enger. Also da bei dem mag ich den Kragen ein bisschen lieber. Aber sonst finde ich den auch richtig schön. Der ist nicht ganz so flauschig. Kannst du ihn mal fühlen. Hä, der ist genau wie der. Nee, ach, schon ein bisschen anders. Ja, so Strick bisschen, ne? Ist ja auch ein Strickkleid. Und ich habe die damals vor 3 Wochen gekauft und weil ich fand das mega schön mit so einer dickeren Strumpfhose und dann Axt oder irgendwie sowas.
Fand ich eigentlich ganz schön. Und sowas habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ich bin eigentlich gar kein Typ für so Rollkragen. Mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber bei denen geht es noch. Aber sonst finde ich die auch ganz cool. Und ja, was hast du gegeben? Ja, ach, ne? Und den beigen? Ich weiß halt nicht, wie hoch das mit dem Rollkragen ist. Also ja, genau so, aber halt so ein bisschen enger halt. Ne? Und bei dem ist es so, hier ist es ja ziemlich weit unten, das ist so ein bisschen enger. Aber ich glaube, das legt sich dann auch beim Tragen, wenn man geht und alles. Aber sonst sind sie eigentlich komplett identisch. Weil da der Kragen ein bisschen enger ist, würde ich dem eine 7 tatsächlich geben. Gut. Der wird ja immer schlechter. Ja. Nein, also die Farbe finde ich schöner. Auch mehr basic, sage ich mal. Aber wegen dem Kragen, deswegen eine 7. Okay. Okay, kommen wir mal zu Outfit 7. Das ist jetzt einfach so ein chilliges T-Shirt-Kleid. Ich liebe einfach solche. Ich würde damit, glaube ich, jetzt nicht wirklich rausgehen, aber ich fand halt das T-Shirt vom Ausdruck, genau, vom Aufdruck eigentlich ganz schön. Ich habe da so eine enge Hose drunter. Genau, tada. Reicht mir schon. Nein, also ich finde sowas ja cool, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du auch sowas anziehst. Aber so sonst auch mit dieser Radlerhose heißt das, mal Radlerhose, finde ich es cool. Und vielleicht, es gibt ja auch Radlerhosen, die gehen bis hier, sieht bestimmt dann auch nochmal cool aus. Oder findest du auch wieder zu kurz? Nein, finde ich nicht zu kurz. Aber deswegen, das sah dann auch wieder ganz cool aus. Mhm. Und nö, also würde ich jetzt eine 8 geben. Eine 8, gut. Ich dachte, du bewertest jetzt echt schlecht. Nee. Also wie gesagt, ich mag sowas ja. Das ist jetzt vielleicht echt ein Outfit, wenn man einfach nicht wirklich was vorhat. Einfach mal kurz vor die Tür geht oder so. Aber ich fand es eigentlich relativ cool. Ich liebe einfach so T-Shirt-Kleider. Ich trage die auch wirklich fast nur. Naja, ein T-Shirt-Kleid ist es jetzt nicht. Naja, ein Kleid ist es schon nicht. So ein T-Shirt. Ja, Oversize-Shirt. Ja. Genau, aber sonst finde ich das auch eigentlich ganz chillig. Ich wollte auch mal was etwas Chilligeres präsentieren. Ja, aber eine 8. Okay. Jetzt kommen wir zu Outfit 8. Genau. Ist eigentlich so wie vorher auch wieder so ein Oversize-Shirt, obwohl man da schon echt sagen kann, ist glaube ich echt ein T-Shirt-Kleid. Achso, du guckst ja schon. Ja, also ja genau, das ist ein richtiges T-Shirt-Kleid. Aufschrift und so finde ich ja auch nicht cool. Ist hinten was? Nee, gar nichts. Okay. Kann man tatsächlich auch mal im Sommer oder so einfach anziehen, ne? Also deswegen. Und Radlerhose runter? Na klar. Ja, also Radlerhose oder so muss man halt schon. Ja, ich fühle mich sonst auch gar nicht so sicher irgendwie. Nee, deswegen. Also dem gebe ich tatsächlich eine 9. Okay. Besser als es davor, aber ja, eine 9. Ich habe übrigens total vergessen, immer zu sagen, wovon es ist, aber wenn ihr in die Infobox schaut, dann steht das da, ja. Und im besten Fall verlinke ich euch die Sachen oder ich schreibe halt nur dazu, woher es ist. Aber das ist von H&M, war glaube ich auch nicht so teuer. Aber wie gesagt, unten in der Infobox verlinke ich euch das, weil das ist ziemlich aktuell tatsächlich. Ich habe davon zwar schon diverse, aber ich dachte so mit der Coca-Cola-Aufschrift könnte das ganz cool sein. Und auch das Grau finde ich eigentlich ganz schön und ganz passend. Ja. Also wie viel? 9. 9, okay. Dann kommen wir auch schon zum letzten Outfit. Ich hatte ja eigentlich 10 Outfits, aber das eine, dieses Strickkleid, hatte ich ja zweimal. Deswegen habe ich ja nur eins gezeigt. Aber das ist jetzt das letzte Teil. Gucken. Magst du gar nicht. Ist halt überhaupt nichts für mich so, ne? Also ich mag das auch generell nicht so eigentlich, wenn man gar keine Träger hat und dann trotzdem so ärmeltan sind, weißt du? Warum? Ja, zu dir passt es. Du bist halt so zu süß. Auf jeden Fall. Ja, dem würde ich tatsächlich leider eine 6 geben. Eine 6? Ja. Ist schon schlecht. Ja, also schon das hässlichste. Nein, also wenn ich jetzt so nach meiner Meinung gehe, eine 6 für dich, wenn ich jetzt für dich bewerten soll, schon so eine 8 oder 9. Okay. Also, ja, erinnere mich an Bluse, würde ich... Ich weiß, ob ich die habe, aber die ist ungefähr so in der gleichen Art, nur die Ärmel sind auch mal anders und natürlich kürzer, weil es so eine Bluse ist. Aber ja, würde ich halt eine 6 geben. Okay. Also ich finde den eigentlich mega cool. Ich habe mir den bestellt, weil er war tatsächlich im Sale und ich fand sowas eigentlich voll schön. Also im Sommer, finde ich, kann man sowas gut tragen. Nur man muss echt drauf aufpassen, was man runterzieht. Ich habe jetzt oben einen trägerlosen BH, dann geht das eigentlich total. Aber untenrum muss man schon was Helles nehmen, weil er ist wirklich sehr, sehr durchsichtig. Das ist auch was, was mich wirklich stört. Hier ist zwar so eine Hose drunter, aber die ist jetzt auch nicht wirklich blickdicht. Also das ist auch so ein kleiner Nachteil, aber ich habe ihn halt behalten, weil er eigentlich super bequem ist. Aber was mich so stört, siehst du das hier? Das schneidet her, dass das hier oben so ein bisschen einschneidet bei den Armen.
Aber ja, sonst finde ich ihn eigentlich ganz schön und er sitzt eigentlich auch relativ gut. Sonst mag ich das auch nicht, wenn so ein Jumpsuit gar keine Träger hat. Aber dem geht es noch, weil man kann sich trotzdem gut bewegen, weil die Ärmel sind hier in der Hinsicht halt nochmal abgetrennt, sagt man das so. Es gibt ja welche, die gehen so laufend über und das abgetrennt? Ja, so. Ach so, weißt du? Ja, okay. Es gibt ja welche, die gehen in eins über, da kannst du nicht mal den Arm oder so heben. Also das waren jetzt meine 9 Outfits, beziehungsweise 10. Und genau, Bella hat ja echt nett bewertet. Ja, und dann könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr am schönsten fandet und was halt nicht so sehr. Genau. Und dann würden wir auch sagen, am Ende verlinken wir euch unsere letzten 2 Videos nochmal. Und unten könnt ihr uns einmal abonnieren, das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!